Ich grüße euch zu einer weiteren Runde Krieg im Zweiten Weltkrieg, Schlachten in Deutschland. Blöde Hin- und Herversetzung, scheiß Verreden. Egal. Nein, hallo. Mein Name ist Element. Wie ihr seht, wir tun wieder mal eine Runde Call of Duty 2 spielen. Ich klicke in der Zwischenzeit schon mal auf Fortsetzen. Wir sind bereits ja schon mit den Amerikanern in Deutschland. Ich glaube, es ist nicht mehr viel. Ich glaube, es sind noch ein oder zwei Missionen, dann sind wir eh schon wieder durch. Wir haben in der letzten Folge ja diesen komischen Hügel, wie heißt der? Bergstein, genau. Bergsteinhügel, da erfolgreich freigeräumt und verteidigt. Jetzt sehen wir nochmal das Ende. Ja, genau. Verteidigt gegen die anderen alle und jetzt machen wir nächste Mission und jetzt haben wir wieder Deutschland 1945. Also das hört sich gut an, dass wir langsam lieber Richtung Ende bewegen. 7. März 1945. Mit einer spektakulären Wendung der Ereignisse wird eine einzelne Brücke über den Rhein von der 9. Panzerdivision eingenommen. Voller Verzweiflung errichten die Deutschen entlang des Rheins neue Verteidigungen, um den Vormarsch der Alliierten zu verlangsamen. Am 24. März versuchen alliierte Luftlandedivisionen mit einem gewaltigen Angriff Positionen östlich des Rhein zu sichern. Gleichzeitig bereiten sich an verschiedenen Positionen flussauf und abwärts alliierte Einheiten darauf vor, sich selbst ins Herz Deutschlands vorzukämpfen. Okay, Wallender Deutschland. In ein paar Stunden gehen wir an Bord von Amphibientransportern und werden den Rhein überqueren. Company Dog hat den Befehl erhalten, die Stadt am anderen Ufer zu sichern, damit unsere Pioniere eine Pontonbrücke bauen können. Es ist nicht das erste Mal, dass die Alliierten versuchen, einen Übergang über den Rhein zu sichern. Der letzte Versuch, Operation Market Garden, in den Niederlanden, endete in einem Desaster. Der einzige Unterschied jetzt ist, dass wir diesmal auf die andere Seite vorrücken werden. Mit oder ohne Brücke? Ah, okay, dann legen wir mal los. Die Rheinüberquerung. Oh, Landungsboot schon gleich am Anfang. Los, über den Rhein drüber. Schon mal schön, können wir gleich einmal die hier austeilen. Das sieht aus wie die Browning. Das ist das amerikanische Gegenstück zum MG42. Das 42 war wesentlich besser. Habe ich mir sagen lassen. Das war total sinnlos. Da sind überall Minen. Ich sehe schon wieder die Minenfeldschilder. Ja. Raus ist so klar. Erstmal eine Rauchwand. Rauchwand ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, das wäre die Welt ohne Rauchwände. Wow, 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 wow. Deckung, Deckung, Deckung. Hinterm Baum, hinterm Baum. Haben wir jetzt eine Rauchwand? Ja, wir haben eine Rauchwand. Und vorrücken! Funktioniert ja schon mal super. Da drüben bei den Bäumen. Weg mit dem MG. Jetzt kommen die letzten Verteidigungslinien, Jungs. Es wird nichts mehr. Die Deutschen sind mittlerweile gefallen. Wir kennen die Geschichte ja. Die ganze Welt kennt die Geschichte. Wunderbar. Ah, okay, das war das erste Artilleriemannschaft, die haben wir schon mal erledigt. So. Da sind die nächsten. Oh Gott, das ist wieder ein klassischer Häuserkampf. Ganz geil. Schön, dass man durch die Häuser vorrücken kann, das ist auch sehr geil. Weg, 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 weg. Meine eigene Granate. Ah. Wo sind die Kollegen? Da einer tot. Und da noch einer, das ist ja schnell gegangen. Boah, ich kann das Artilleriegeschütz selber nehmen. Was bringt's mir? Gar nichts. Super. Also die Option hätten sie sich auch sparen können. Was bringt mir diese Artilleriestellung, dass ich die steuern kann? Ich kann sowieso auf nichts schießen damit.
Eine lassen wir uns zur Sicherheit noch übrig. Wow. Hoffentlich waren das ihre eigenen und sie haben meine nicht zurückgeworfen. Aber schaut nicht so aus, wir haben ein bisschen was freigeräumt. Zurück, zurück, wo hänge ich? Ach da. Lag. Du hängst an einem Stück Scheiße fest und kommst nicht weiter. Ist ja brutal. Und schon wieder drei Granaten geflogen. Ja, komm. Ins Gebäude, ins Gebäude, ins Gebäude. Jawohl. Wow. Nein! Das war gemein. Durchs Fenster. Ich hatte es gerade gepackt. Oh. Okay, dann scheißen wir sie wieder mit Granaten zu. Wo ist die? Ey, ich habe drei geworfen. Wo? Ich habe nur eine Explosion gehört. Wo waren die? Na warte, aber jetzt. Wow, schon wieder. In der Nähe des Schutz. Und. Die haben es aber echt, ich wollte es wirklich wissen, ey. Ach ja! Das darf doch nicht wahr sein. Nähe des Schutz. Und. Ja, zumindest haben wir den Speicherpunkt schon mal. Das ist schon mal sehr geil. Haben wir dann Karabiner? Ja, wir haben einen Karabiner. Den behalten wir uns auf alle Fälle. Karabiner, Einzelschussgewehre sind gut. Und Granate. Und noch eine. Wow! Die müllen uns echt mit dem Scheiß zu hier. Ah, aber ich habe gehört, das hat ein paar mitgenommen. Das war sehr gut. Wow! Hey, wo sind denn die alle? Das gibt's ja gar nicht. Du stirbst ständig und weißt nicht mal von wo. Das ist ja der Wahnsinn. Sowas hasse ich. Machen wir mal das Sicherheitsrauchband. Da machen wir zur Sicherheit auch gleich noch eine hin. Man weiß es ja nicht. Und dann schnelles Vorrücken. Ja. Sehr gut, okay. Und jetzt nutzen wir mal ganz krass die Rauchwinde. Deutsche, hinter den Vorratskisten, zu unserer Linken. Na wartet, ich schmüll euch so mit Granaten zu. Da sind sie. Schon wieder. Ah! Oh Mann! Ah. Okay. Nähe des Schutz! Bones! Gut, das wird noch. Aber diese Rauchwandstrategie, die ist schon mal gut. Das heißt, eine da und eine da. Und dann warten wir kurz. Wow, und wieder Granaten! Zwei gleich! Mann, die wollen es echt wissen, hey. Die geben wirklich nicht auf. So. Geben sie jetzt auf. Kommen wir jetzt erfolgreich weiter. Wo sind wann sind die Rauchwände so weit um? Es sind Amerikaner.
Da hinten höre ich schon wieder MG, das finde ich nicht gut. Ja, dann machen wir sie einen nach dem anderen. Einer nach dem anderen ist nur besser. Und da ist es MG 42. Scheiße, aber wir müssen die Artilleriestellung hier packen. Das hat sich aber gut angehört gerade. Wow, wow, wow! Das darf doch nicht sein. Und Nagana hatte Ahnung. Ich bin nur extra weggelaufen. Ach, geh. Ja, wir wissen mittlerweile, wo sie sein. Aber ich muss ja irgendwie... Ah. Und jetzt bin ich zu spät aufgestanden. Jetzt nervt's mich dann. Nähe des Schutz, vor uns! So. Haben wir es jetzt dann? Ja, schön. Sehr gut. Toll. Schauen wir mal, was da noch mitgenommen wird. Und ihr zwei Idioten sowieso. Gut, dann können wir jetzt in die Richtung erfolgreich vorrücken, hoffe ich mal. Boah, ich fühle mich jetzt dann langsam ein bisschen angepisst. Aber wie gesagt, diese Rauchwandstrategie wird ja bleiben mal. Das hört sich nicht so, also das sieht nicht so falsch aus. Das erleichtert uns das Vorrücken zumindest einmal. So schnell ist er mal Ruhe. Das Problem ist, diese Rauchwand funktioniert für zwei Richtungen. Ah! Verdammt. Das war einer von mir. Das war nicht geplant. Auf der linken Seite. Das war zwar jetzt unbeabsichtigt, aber die Rauchgranate dürfte auch nochmal hilfreich sein. Und eine Granate weg. Wow! Okay. Amerikanische Truppen bei den Vorratskisten. Aber jetzt kommt. Ja, die zweite leergeräumt. Kann ich die für irgendwas benutzen? Auf was kann ich schießen? Wenn man wenigstens irgendwie die Fenster leichter sehen würde oder so, wo die MGs drin sitzen, würde ich einfach mit der Ding drauf schießen, mit der Artillerie, aber... Deutsche, Erdgeschoss. Ja, scheiß der Hund drauf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er da vorne? Gleich zwei Granaten, jetzt wollen sie es aber wissen. Haben wir sie jetzt erwischt? Eins. Und Nummer zwei. Sehr schön. Die rücken wir jetzt vor. Nein, nicht an diesen MG vorbei, oder? Rum? Da kann ich auch nicht rum. Hallo, wo geht's weiter? Durch das Gebäude? Das könnte sein, durch das Gebäude durch. Ja, da ist eine offene Tür. Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen!
Sehr schön. Das war nochmal ein Granatenangriff, wie ich mir den vorstelle. Du schmeißt vier Dinger rein und der Weg ist frei. Und zwar von vorn bis hinten. Oh, die war scheiße geworfen. Die war gegen die Wand, die war gegen die Wand, die war gegen die Wand. Und mein eigener Idiot rennt rein. Amerikanische Infanterie bei dem Schuss. Deutsche Infanterie da drüben bei diesem Auto. Vor uns. Komm, es sind noch zwei Artilleriestellungen. Die kriegen wir auch noch. Feindliche Truppen bei der kaputten Mauer. Nördlich von uns. Vorrücken, 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 vorrücken. Nein! Da war doch kein Granatensymbol. Wo war die? Da war, Gottverdammt, nochmal kein beschissenes Granatensymbol. Die habe ich gehört, die Granate. Wo war die vorhin? Hinter diesen Kisten im Nordwesten. Sehr paradox, sich auf dem Friedhof hinter Grabstein zu verstecken in einem Krieg. Aber gut. Ha! Das hat auch wieder sehr schön funktioniert. Wow! Die hat er mal aber direkt vor Türs geschmissen, ey. Na, komm her. Noch die letzte, die kriegen wir auch. Und jetzt hat... Noch ein Sicherheitsschuss. Und wieder nach vorn. Die Amis von wegen. Okay. Direkt durch die Kehr. Irgendwo da muss er noch der letzte sein. Jawoll. Duano, komm her! Du hast mich von Anfang an ganz besonders genervt. Blöde Stück Scheiße. Und durch die Gebäude. Wir müssen echt einen Häuserkampf machen. Ich komme wieder vor, wie wenn wir in Moskau wären. Boah, die letzte Artilleriestellung. Und jetzt das Müll mal hier mal zu. Nein! Hättest noch ein E-Bolt und noch eine Granate werfen und dann wäre ich wieder in Deckung gegangen. Ah! Okay, dann eben aus der Deckung raus. Jawoll! Tigerpanzer! Tiger! Das war der erste. Komm! Erster Tigerpanzer. Ende. Der nächste, den zweiten kriegen wir auch noch. Scheiße, Tiger. Komm her und. Tschüss! Meins? Bist du eigentlich? Ich hab den beschissenen Tiger zerstört. Ach so, das war wieder etwas Kette zerstört und deswegen sind wir oben rein. Gute Arbeit, Kumpel. Ah. Es sind doch überall Deutsche. Pass
das von hinten auf! Seid ihr auf der Hut! Wir sichern die Stadt. Ja, dann warten die nämlich, die steigen ja direkt drüber und warten drauf, dass wir sie schießen. Wo haben sie jetzt alle? Sammelpunkt. Company Doc, beim Sammelpunkt formieren. Gelb hier. Thomas. Was gibt's, die finden den Sammelpunkt besser. Wir laufen's denn alle. Aber der Weg schaut schon mal gut aus, die folgen nämlich alle auf dem Fuß. Und das taten sie normalerweise nicht, weil so intelligent ist die KI dann doch, dass selbstständig rennt. Sammelpunkt. Ah, am Friedhof. Sehr verdammt gute toll. Arbeit, Leute. Wir haben es mit den besten deutschen Truppen aufgenommen und wir haben sie heulend an den Rhein zurückgeschickt. Es macht mich stolz, mit euch zu dienen. Ihr seid allesamt gute Ranger. Sergeant Randall, eine Sache noch. Mit dem Gentleman bin ich mir nicht so sicher. Aber was würden Sie davon halten, Offizier zu sein? Ich biete Ihnen einen Posten als Lieutenant an. Gute Anführer sind schwer zu finden. Was sagen Sie? Es wäre mir eine Ehre, Sir. Aber dann würde uns ein Sergeant fehlen. Wie wäre es denn mit Corporal Taylor hier? Das merke ich mir, Lieutenant. Kümmern Sie sich um die Leute. Wegtreten. April 1945. Die sowjetische Rote Armee beginnt ihren Angriff auf Berlin, die deutsche Hauptstadt. Eine 500.000 Soldaten und Zivilisten fallen in einer schrecklichen Schlacht, die fast 3 Wochen andauert. Als die alliierten Einheiten Berlin von Osten und Westen aus einschließen, beginnt das Kommando der Deutschen angesichts der drohenden Niederlage zu wanken. Am 8. Mai 1945 ergeben sich die Deutschen bedingungslos den Alliierten. Zum Preis von 50 Millionen Toten ist der Krieg in Europa schließlich beendet. In allen Nationen der alliierten Streitkräfte wird der Tag des Sieges offiziell gefeiert, der Tag des Sieges über den deutschen Befehlshaber. Okay. So wie es aussieht, war es dann wohl das Ende. Das war die letzte Mission. Wir sind über den Rhein drüber, haben die Stadt befreit. Und damit war es das mit Call of Duty 2. Wollen wir noch gleich fortsetzen? Ja, das ist jetzt noch der Abspann. Tatsächlich noch kurz was dazu. Es war mir auf alle Fälle eine große Freude, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir haben die letzte Mission abgeschlossen aus der amerikanischen Kampagne. Haben damit das Spiel durch, was mich sehr freut. Das Projekt ist beendet. Wie gesagt, es ist mir eine große, höllische Freude gewesen, dass ihr immer wieder mit dabei wart und habt mir zugesehen, wie ein Sowjet, ein Engländer und ein Amerikaner den Zweiten Weltkrieg durchlebt haben. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir für neue Projekte haben. Es freut mich, dass ihr wenn ihr in Zukunft auch mit dabei sein würdet. Und auf alle Fälle sage ich nochmal Danke und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play with Element. Bis dann und ciao!